Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt30.de mit dem Ausblick für die Woche ab dem 18. Juli. Wir haben ja eine etwas volatile Woche hinter uns. Volatil eben, aber von den Wochenergebnissen her ist nichts Dramatisches passiert, außer dass wir nochmal ein vielleicht bedeutendes Tief gemacht haben. Und heute schauen wir uns mal wieder ein bisschen umfänglicher die Charts an. Einige aus dem DAX, dann Dow Jones, S&P, Nasdaq, es folgt im Anschluss Bitcoin, Silber und Gold, dann US-Rohöl und Brent, der Euro-US-Dollar und zum Schluss schauen wir auf ein paar US-Werte, nämlich Facebook, Apple, Nvidia, Netflix, AMD und Tesla. Und die werden wir im Schnelldurchgang machen, denn sonst wird es heute tatsächlich zu lang bei den vielen Charts. Ja, wo fangen wir mal an mit dem Wochenergebnis? Wir sehen, dass wir das Wochenhoch am Montag gemacht haben, 12.934, und das Tief der Woche haben wir bei 12.434 gemacht. Ansonsten gab es dreimal knackige Gap-Downs, davon einmal am Turnaround-Dienstag, da wurden die 81 Punkte minus oder das Tief, was wir bei 12.655 gemacht haben, mit einem versöhnlichen Tagesschluss bei 12.905 gemacht, also plus 73 Punkte. Das war also ein kleiner Turnaround-Dienstag. Am Mittwoch wurde das gleich mit 104 Punkten Gap-Down quittiert und 149 Punkten Verlust. Und den Abwasch mit Wochentief am Donnerstag haben wir in frischer Erinnerung. Und natürlich der Freitag und Optionsverfall, hatte ich ja in der letzten Woche darauf hingewiesen und auch in der ganzen Woche in den Tagesausblicken, also der Newsletter für 15 Euro im Monat, der euch von Montag bis Donnerstag jeweils mit den Ausblicken für den kommenden Tag versorgt. Da gab es dann knackige 345 Punkte zu gewinnen, die also fast die Verluste vom Mittwoch und Donnerstag aufholten. 266 Punkte durchschnittliche Tagesvola, also deutlich höher als in den letzten Wochen. Und die Differenz zur Vorwoche beträgt versöhnliche, meiner Meinung nach, minus 150 Punkte. Denn hier, als am Freitag vor dem Verfall die Kurse deutlich anzogen, da war schon irgendwie klar, dass die Stillhalter vielleicht doch die 12.700er Put-Position, das war die größte, nicht zu tief ins Geld laufen lassen wollten zum Verfall, wie es am Donnerstag beim Tief 12.434 und dem nur wenig höheren Schlusskurs noch aussah. Ja, Differenz zur Vorwoche, wie gesagt, minus 150 Punkte. Die Differenz zum Monatsschlusskurs des Juni, der bei 12.783 eingebucht wurde, beträgt plus 80%. Der Pivotpunkt am Montag 12.757, der der kommenden Woche bei 12.744 und der des Monats Juli verbleibt noch bei 13.370. Ja, gab es irgendwelche Hinweise auf diesen verrückten Freitag? Ich habe in dem Tagesausblick, wie gesagt, kann jeder buchen, kostet im Monat 15 Euro. Und da bucht man sich auf projekt30.blog ein, da gibt es auch keine Warteliste. Ach ja, das habe ich fast vergessen. Wir haben am Donnerstag, war das, konnten wir unsere Abonnenten nicht per Mail benachrichtigen. Das läuft sonst über einen Dienstleister. Es gab nämlich eine Störung. Das passiert ab und zu. Das war Mailpoint, mit dem wir arbeiten. Die haben Sendeprobleme gehabt. Um das mal ganz kurz zu erklären. Wenn man täglich mehrere hundert E-Mails versendet und das von seinem eigenen Server aus macht, dann landet man sehr, sehr schnell auf einer Blacklist. Das heißt, dann wird angenommen, dass das ein Spammer ist, der, was weiß ich, irgendwelche merkwürdigen Bitcoin-Botschaften oder Anlagebotschaften versendet. Und insofern gibt es da eben Dienstleister, die speziell für solche Newsletter Tools bereitstellen. Das heißt, die überprüfen eben, oder beziehungsweise die sind nicht auf den Blacklists, und dann geht man davon aus, dass wenn diese Leute praktisch viele hundert Mails versenden lassen im Auftrag, dass das eben auch okay ist.
Und insofern, wenn so ein Mail-Versender dann mal technische Probleme hat, dann können wir nicht benachrichtigen. Der Ausblick selbst ist natürlich da. Es fehlten eben nur die Benachrichtigungsmails. Ich gehe mal davon aus, dass das ab Montag wieder funktioniert. So, der Ausblick selbst, den wir am Donnerstag versendeten, der hat schon eine gewisse Andeutung gemacht, denn wir hatten im DAX-Minutenchart M5 ein Descending Broadening Wedge. Können wir hier noch knapp erkennen mit der 4 unten, die 5 oben fehlte. Aber es gab auch im Minutenchart M15 eine aktive Wolf-Wave, die ihren Überschussbereich, ich kann das mal klicken, dann wird es ein bisschen größer, die ihren Überschussbereich bzw. die 5 bereits hier gemacht hatte und war dann runtergelaufen, hat sogar den Überschussbereich, der sich ja definiert aus der angelegten oberen Keiltrendlinie an die 3, wieder, ich will nicht sagen zurückerobert, aber war wieder herangelaufen. Und die Aussage war eben oberhalb 12.614 und nicht früher. Da habe ich noch vorgewarnt, weil nicht klar war, ob das Ding, es hätte ja auch deutlich tiefer laufen können am Freitag. Ich habe eben gesagt, oberhalb 12.614, also gute 100 Punkte über dem Schlusskurs. Da kann diese Wolf-Wave ins Laufen kommen und sich in Richtung obere Trendlinie in Bewegung setzen. Zumal wir ja, was wir ganz gerne sehen, wenn eine Ziellinie einer Wolf-Wave, egal ob sie bärisch oder bullisch ist, vom Kurs umschmeichelt wird. Ein Auflagepunkt hier, ein Auflagepunkt dort, nochmal wieder hier gerödelt, bevor es runterging. Dann werden solche Wolf-Waves in der Regel aktiv. Ja, und in dem Tagesausblick gibt es natürlich jeden Tag DAX, Dow, S&P und Nasdaq. Und manchmal eben auch Euro, US-Dollar. Also wie gesagt, wer daran Interesse hat und wen 15 Euro im Monat nicht killen, der kann sich da gerne mal anmelden. So, im 5-Minuten-Chart, da sehen wir dieses eben schon gezeigte Descending Broadening Wedge. 1, 2, 3, 4, eigentlich 4, da hätte die 5 kommen müssen, kam aber nicht, also war die 4 hier unten. Und dann sind wir ja am Donnerstag und am Freitag zur Oberseite gelaufen. Wir haben hier einmal die 5 dieses DBWs gemacht, damit wurden die Ziele aktiviert. Dann nochmal ein Absetzer, nochmal an der Linie reagiert und da war klar und deutlich, dass dieses Descending Broadening Wedge vom Markt erkannt wurde oder auch die Trendlinie, je nachdem. Es ging nochmal runter und dann eben am Freitag ab 14.35 Uhr zur Oberseite und eigentlich nett bestätigt wurde das Ganze nochmal durch einen blitzsauberen Abschiedskurs an der oberen Trendlinie dieses DBWs und dann ging es über den Inside Day Sell Trigger über die 38.2 Konso und da hat der DAX kräftig zugelegt. Die nächste wichtige Marke ist die 2 eines größeren möglichen Descending Broadening Wedges aus dem Stundenchart H2 und dann haben wir natürlich auch noch weitere Ziele zur Oberseite, wichtige Ziele, aber dieser Lauf, der am Freitag startete, der war schon beeindruckend. Zur Unterseite gibt es eine ganz klare Sache, das gucken wir in den größeren Zeiteinheiten nochmal an. Diese Zone hier, Tief 14. Juli, Tief 5. Juli, Tief 7. März, also der Bereich von 12.438 bis 12.390, der ist jetzt wichtig und zwar nicht nur hier im 5-Minuten-Chart, sondern der ist im Tages-, im Wochen- und möglicherweise auch im Monatschart von großer Bedeutung. Im 10-Minuten-Chart sehen wir das eben im M5 gezeigte Descending Broadening Wedge, was ausbrach mit einem blitzsauberen Abschiedskurs und wie gesagt im täglichen Newsletter auch genannt war. Wir haben jetzt die Ziele ausgerechnet, denn wir sind ja über die obere Keiltrendlinie ausgebrochen. Das statistische Ziel bei 13.143, das 100% Ziel liegt bei 13.223. Das, was vielleicht ganz interessant ist, die 200 SMA aus dem Wochenchart läuft bei 13.224 und somit nur einen Punkt höher als das 100% Ziel. Das muss natürlich nicht bedeuten, dass wir jetzt hier zur Oberseite laufen. Wir können am Montag sofort wieder runterfallen, ohne Probleme. Aber solange wir uns oberhalb dieser Trendlinie aufhalten, also die fällt ja der Bereich um 12.700 und das sind ja auch nur kleine 165 Punkte vom Kurs entfernt,
muss man zumindest mal davon ausgehen, dass diese Erholungsrallye sich fortsetzen kann. Hier oben habe ich die große Fibo-Strecke Allzeithoch 16.290 zum Tief 12.390. Die Mindesterholung, die kleinste Erholung überhaupt, wartet bei 13.310. Das jetzt nur mal, um zu verdeutlichen, wo die Indizes stehen. Man hat ja oft, wenn solche Bewegungen ansetzen, das Gefühl, oh Mist, jetzt habe ich den Boden verpasst, jetzt ist es zu spät. Und manche Leute sind dann auch so unvernünftig und beginnen in solche Zwischenerholungen zu shorten und werden natürlich dann zu Futter derjenigen größeren Marktteilnehmer, die diese Kurse zur Oberseite treiben. Also insofern gucken wir mal ganz kurz, habe ich ja letzte Woche schon gemacht, in die H4 und H3 Charts rein, die die Strecken vom Allzeithoch dieser vier Indizes zu den jüngsten Tiefs zeigen. Und da sehen wir mal, was das hier ist. Das ist ja für einige Leute, die mit 10, 15, 20 Punkten Stop im M5 unterwegs sind, weil sie, und dann noch mit hohem Einsatz, weil sie schnell reich werden wollen, sind das Welten. Und hier im größeren Bild, wenn wir uns die Allzeithochs vom Nasdaq, S&P, Dow und DAX anschauen und die jüngsten Tiefs, dann sind wir noch nicht einmal, und zwar mit keinem dieser Indizes, auf die Mindesterholung getroffen. Das passierte hier und auch hier im S&P, aber danach ging es wieder runter. Das heißt, das sind die entscheidenden Marken, wenn es dort mit Dampf drüber geht, am besten Dampf und ein Abschiedskurs, und dann wieder hoch. Erst dann kann man davon ausgehen, okay, jetzt läuft hier irgendeine Zwischenerholung, die die 38er, möglicherweise sogar die 50% Erholungsmarken anlaufen können. Solange wir uns hier in diesem Bereich bewegen, ist im größeren Bild überhaupt nichts entschieden. So, das nur mal, wie sagte man bei der Bundeswehr, zum Einnorden, damit man wieder einen etwas klareren Blick bekommt. So, der 15-Minuten-Chart zeigt die Wolf-Wave, die ich im Tagesausblick im Blog, also in dem Blog, wo wir uns alle treffen und uns austauschen und Charts posten und natürlich auch im täglichen Newsletter gezeigt war. Das war hier, konntet ihr ja eben im Ausblick sehen, da haben wir uns am Donnerstag aus dem Handel verabschiedet, also an der unteren Überschussbegrenzung, und der DAX startete direkt durch, erste 15-Minuten-Kerze, die zweite knallte direkt über die untere Keiltrendlinie, die aktuell bei 12.601 verläuft. Dann gab es hier so ab 11 Uhr einen kleinen Rücksetzer, der aber die untere Keiltrendlinie nicht mehr groß beachtete, und dann eben hier um 15.30 Uhr zum Handelsbeginn die obere Keiltrendlinie anlief, nochmal einen Rücksetzer machte, also ganz normale kleinere Konsolidierung und zur Oberseite lief. Wenn das also bullisch weitergeht, darf man überhaupt nicht ausschließen, dass daraus eine ABC-Bewegung wird, deren Ziel so irgendwo im Bereich 12.987 liegt. Ob es passiert, weiß ich nicht. Ich kann nicht in die Zukunft schauen, nicht mal eine Minute. Ich kann immer nur vermuten, aber wie ich schon sagte, solange der Kurs jetzt über der oberen Keiltrendlinie bleibt, muss man davon ausgehen, dass das Hoch vom 8. Juli 13.019, eine ganz wichtige Marke aus meiner Sicht, angelaufen wird und gegebenenfalls auch die Ziellinie, die steigend bei 13.089 verläuft. Ja. Der 30-Minuten-Chart. Hier haben wir das Xetra-Tief vom 5. Juli bei 12.390, hier ist das eben schon genannte Hoch 13.019, was wir hier am 8.7. eingebucht haben. Das ist letztlich aktuell eine Seitwärtsrange. Wir haben ein Tief, wir haben ein Hoch, wir sind hier fast runtergelaufen bis zum Tief und wir können ohne Probleme bis zur 13.019 laufen. Sobald die 13.019 zur Oberseite gebrochen wird, würde, das sind 629 Punkte, diese Range, muss man davon ausgehen, dass sich diese Sache zur Oberseite extendiert. Da drehen wir mal die Fibo für um und packen ein paar Extensionen hinein.
und dann könnte. 13.167, 13.259, 13.407 Ziel werden, und wenn sich so eine Seitwärtsrange komplett zur Oberseite abarbeitet, also die 629 Punkte hier nochmal draufgelegt werden, dann würden wir sogar bei 13.648 landen. Es ist aber auch sehr gut möglich, dass wir bis zur 13.019 laufen und der DAX dort nicht weiterkommt und dann eben wieder zur Unterseite abfällt. Aber dafür haben wir ja die Anhaltspunkte, die wir hier eben auch sehen, also auf die obere Keiltrendlinie achten, denn wenn der DAX hier wieder reinfallen würde, dann wäre das nicht so schön. Ein Abschiedskurs ist gestattet, haben wir beim Descending Broadening Wedge auch gesehen, aber hier deutlich wieder reinfallen oder unter dieses Konsolidierungstief, was wir da intraday gemacht haben im Bereich 12.716, das sollte nicht mehr passieren. Gut, der 2-Stunden-Chart. Der zeigt uns neben dem kleineren DBW, was wir ja im, also ist DBW sowieso, nee, das ist falsch, da wollten wir hin. Also, das ist das kleine Descending Broadening Wedge Ziel, habe ich ja auch benannt. Es gibt im Stundenchart H2 ein mögliches größeres, aber die 2, das Descending Broadening Wedge, die uns oftmals ein Indikator dafür ist, dass der Kurs hoch will zur 5, verläuft bei 12.904. Hier haben wir die 13.019, also wo ich sagte, dieser Bereich hier bildet eine Seitwärtsrange. Das heißt, wenn der DAX sich durch diese blaue Zone arbeiten kann, 12.904 und die 13.019, dann ist es doch schon wahrscheinlich, dass auch die 13.148 angelaufen wird, die dann an der 5 dieses 1, 2, 3, 4, 5 dBW aktivieren würde. Ja, und wenn es dann ausbricht, dann oder beziehungsweise die 5 anläuft, können wir die Ziele errechnen. Ein wichtiger Anhaltspunkt ist hier nochmal die im Stundenchart M3, als ich eben die Charts runterzog, gezeigte Mindesterholung der Strecke, Allzeithoch nach 12.390 bei 13.310. Das wird aus meiner Sicht die erste Bewährungsprobe aus Fibonacci-Sicht sein. Und das hier, das ist jetzt, wie ich schon sagte, nicht nur im M5 oder im Tages-, sondern auch im Wochen- und möglicherweise auch im Monatschart eine ganz bedeutende Zone. Wir haben hier drei wichtige Tiefs. Das Tief vom 7. März, 12.438. Wir haben das Tief vom 5. Juli bei 12.390 und das Tief vom 14. Juli, also was wir hier am Donnerstag gemacht haben, bei 12.434. Da liegen ein paar Punkte zwischen, die vielleicht im M5 Bedeutung haben, aber nicht im Wochenchart. Im Wochenchart ist das jetzt ein fetter, dreifacher Boden und bleibt es, solange dieser Bereich nicht gebrochen wird. Gucken wir uns noch an. Im 3-Stunden-Chart haben wir ein noch größeres Descending Broadening Wedge. Ich habe das aus dem H2, was wir uns eben angeguckt haben, hier mal schwarz eingemalt, damit die Dimensionen deutlich werden. Auch hier seht ihr die 23.6 Mindesterholung 13.310. Dieses größere Descending Broadening Wedge würde dann zumindest mal aus dem Reich der Fantasie entschwinden, wenn dieser Bereich 13.380, also 2 des DBWs, zu 13.310 gebrochen würde. Das würde ja bedeuten, dass das Kleine aus dem H2 ausbricht, und wenn es hier drüber geht, dann könnten wir tatsächlich so eine Art W-Boden bekommen, das wird im Wochenchart noch deutlicher, und uns Richtung Oberseite arbeiten. Das würde meiner Meinung nach aber bedingen, dass es gute oder beste News aus dem Bereich Ukraine-Konflikt und was weiß ich was, EZB, ja, komme ich gleich noch drauf, oder Inflation, also es muss dann irgendetwas passieren. Eine Rallye von hier unten hoch zur 14.580, ohne dass sich die Gemengelage verändert, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das hier kann ich mir schon vorstellen, 500, 600 Punkte, mal so eine Snapback-Rally, also als wenn man ein Gummiband sehr dehnt und dann eben loslässt, dann schnappt es eben mal zurück, aber das wird sich nicht hier hocharbeiten können, ohne dass sich hier in der Newslage irgendetwas deutlich verändert.
Der Tageschart. Allzeithoch ist klar. Hier ganz unten haben wir das Corona-Tief 8255. Hier haben wir den Kauftrigger des bullischen Shark Patterns, der aber benötigt eben einen Anlauf an die 9171 mindestens. Wenn wir jetzt mal, weil wir das große Bild geklärt haben, das hier ein bisschen aufschieben, dann sehen wir eben hier nochmal diese gewichtige Zone. Wir haben eben nicht nur diese drei gemachten Tiefs, die ich schon zeigte, sondern wir haben hier noch ein offenes Gap vom 4. November 2020 und wir haben die 50% Konsolidierung der großen Strecke, Tief 8255 zum Allzeithoch und eben wieder hinunter. Also 12.272, 12.438, das ist jetzt der Boden, der vorläufige Boden, auf dem der DAX steht. Und wenn der bricht, dann staubt. Ich habe es ja in dem letzten Ausblick schon gesagt, wenn dieser Bereich bricht, dann werden wir meiner Meinung nach ruckzuck durchgereicht zum Tief vom 30. Oktober 2020 bei 11.450 und zur gewichtigen 61er-Konsolidierung bei 11.324. Und dass der Markt das ähnlich sieht, erkennt man eben daran, dass er in diesem Bereich um das 50er-Retracement versucht, einen Boden zu formen. Aber auch hier, wir sehen, was in dieser blauen Zone passierte. Oben abgedeckelt durch 13.443, Doppeltop. Und unten hatten wir das X oder den X-Doppelboden, einmal, zweimal, danach X-Doppeltop, was dann auch hier gebrochen wurde. Also das hier, dieses, diese Ansammlung von Dojis und Gaps ist für mich wichtig. Das ist eine Entscheidungszone, da hat der Markt verrückte Sachen gemacht. Hier sehen wir lange Kerzen, das heißt, hier wurde wirklich gekämpft. Nicht zuletzt deshalb, weil wir eine Verfallswoche hatten. Aber oberhalb 12.904 und besonders oberhalb der schon mehrfach genannten 13.019 wird das Ganze interessanter und dann kommt es im Tage, oder käme es, wir müssen im Konjunktiv bleiben, dann käme es im Tageschart zu einer Entscheidungsschlacht, hört sich so dramatisch an. Aber wir haben hier das wichtige Gap vom 28. Juni bei 13.231. Wir haben bei 13.224 die 200 SMA aus dem Wochenchart. Und wir haben hier aus dem großen Bild die 38.2 Konsolidierung 13.221. Also nur minimal von der 200 SMA aus dem Wochenchart entfernt. Also der DAX darf hier hochlaufen. Das wäre für mich einfach jetzt, wie ich schon sagte, so eine Snapback-Rally. Ab hier muss er Farbe bekennen und besonders ab hier. Denn hier haben wir einige fette Gaps. Das ist ja der erste große Abflug gewesen. Und solche Strecken dann wieder zur Oberseite zu erobern, da braucht es Schmalz, Kraft und Käufe. Ja, und was unterhalb der roten Zone passiert, erzähle ich ja schon lange. Hier im Wochenchart wird deutlich, dass zwischen 4,38 und 12.390, das ist im Wochenchart optisch kaum zu unterscheiden, das ist jetzt der Tripod, auf dem der DAX steht. Hier ist er ja mit einer langen Kerze runter und beziehungsweise runtergegappt und hat dann in der Woche fulminant zur Oberseite gezogen und eben auch ein Statement abgeliefert. Da war irgendwo schon klar, wie wichtig diese Marke ist. Dann haben wir das Ding hier gemacht, diese Wochenkerze, in der letzten Woche eben auch benannt als Hammer. Ja, und diese Hammerkerze steht, sie ist nicht verletzt worden, denn in dieser Woche haben wir, wenn auch minimal, ein höheres Tief gehabt als in der Woche zuvor. Ja, und das macht natürlich die Hoch- und Tiefmarken dieser Woche, also der vom 4., zu Triggermarken, denn das, was wir hier haben, ist eine Inside Week, eine Inside Woche. Ja, aus Wochensicht bleibt es dabei. Dreifacher Boden, wenn der bricht, 11.450, 11.472 und wenn er zur Oberseite will, muss er aus diesem Konglomerat aus Jahresmarken hoch 2017, 2018, 2019, 2020 über diese braune Zone rüber, die von 13.425 bis 13.903
läuft. Bevor der da nicht drüber ist aus Wochensicht, wird sich das hier zwischen diesen beiden Marken entscheiden. Aber dieser dreifache Boden, der ist natürlich Freud und Leid zugleich. Nicht? Es ist die mögliche Startbahn für eine Erholungsrallye, die, wenn sich dann newsseitig auch irgendetwas ergibt, hochlaufen kann, möglicherweise sogar bis zur 14.816, diesen extrem wichtigen Markenbereich, wo wir vielfach aufsetzten und der dann eben brach, hier nicht mehr drüber kam und damit ebenfalls nicht rüber kam und dann eben zu diesen Tiefs lief. Auf der anderen Seite ist es eben auch eine Achillesferse, denn wenn dieser Bereich bricht, dann haben wir durchaus mal so 1000 Punkte Luft zur Unterseite, um in diesem Bereich den nächsten Boden zu versuchen oder eben durchzurutschen und dieses bullische Shark Pattern im Bereich 9171, 8939, wie auch immer, da haben wir viele Marken, zu aktivieren. Jup, dann schauen wir noch kurz in den Vierteljahreschart, habe ich ja immer wieder gezeigt. Da ist auch klar, 16.290, das Allzeithoch, ist eigentlich das, was im großen Bild wieder überwunden werden muss, damit die Reise weitergehen kann. Wir sehen hier von Oktober 87 bis Oktober 2007 eine 20-Jahres-Zone. Auch das ist eine 20-Jahres-Zone. Es gibt viele Gleichnisse. Das sind ja Quartale. Quartal 44 ein wichtiger Boden. Quartal 44 ein wichtiger Boden. Dann ging es 6 Quartale zur Oberseite, 6 Quartale zur Oberseite. Und dann ging es bis zum 61. Quartal, also zumindest wenn wir das in dieser 20-Jahres-Zone zählen, zur Unterseite, um erst danach wieder aufzusteigen. Das erste Ziel war hier die 3850, nämlich dort, wo dieser Boden gemacht wurde. Hier wäre es die Runde 8000. Und wir sind jetzt 1, 2, 3, 4, also es darf jetzt mal ein Doji-Quartal geben. Wir haben im Moment ein Doji. Ob der sich dann so zur Unterseite auflöst und brachial das erste Ziel anläuft, wissen wir alles nicht. Ich sage eben einfach nur, aus dieser großen Sicht heraus geht es immer noch um die 16.290. Und ich habe am 29. November 2021 habe ich ja ab Minute 24 ein bisschen ausführlicher über die Möglichkeit gesprochen, dass wir nach 9.171 laufen können, und habe es den wichtigsten Ausblick für 2021 genannt. Da sind so einige Figuren drin, die dieses ganze Prozedere, auch wie sich ein 5-0-Pattern oder ein Shark-Pattern bildet, erklärt ist. Wen es interessiert, der switcht einfach nochmal zurück. Und es ist ja eine feine Sache, wenn man im Nachgang dann vielleicht nochmal gucken kann, was vor 6 oder 7 Monaten gepostet wurde. Der Dow Jones, 30-Minuten-Chart. Wir haben einen aktiven fallenden Keil, keinen Wolfe-Keil, den müssten wir nämlich mit der 1 hier unten zählen, und das klappt nicht. Aber wir haben eine 1, eine 2, eine, also die 2 ist das Tief hier. Ich habe es in die Mitte gemacht und den Keil angelegt, damit das optisch ein bisschen schöner aussieht. Die 3, die 4 und die 5 wurde gemacht. So, was wird nun auf den ersten Blick deutlich, unabhängig davon, ob wir es mit einem fallenden Keil zu tun haben oder nicht? Wir haben eine obere Begrenzung seit dem 28.06. Das sind ein paar Tage. Ein Top, noch ein Top, noch ein Top, ein Top, ein Top. Also, vollkommen klare Geschichte. Diese obere Keiltrendlinie nenne ich sie jetzt mal, weil für mich ist es ein fallender Keil, die ist erkannt. Und das bedeutet, geht's ab Montag über 31.260, darf das Ding ausbrechen und hätte sein statistisches Ziel bei 32.379. Das wäre ja schon mal ein Stiefel von rund 1.100 Punkten. Geht's hier wieder runter, was auch möglich ist, kann es Gap Close geben, also so ein fallender Keil, wenn er dann aktiviert wurde an der 5, der darf eben zur Ober- und zur Unterseite ausbrechen. Läuft das Ding unter die 4, das ist das Tief vom Mittwoch, nee, vom Donnerstag, dann läge das statistische Ziel bei 29.615.
Und wenn sich außerhalb der statistischen Ziele das Ganze ausweiten sollte bis zu den 100% Zielen, dann lägen die auf der bullischen Seite bei 33.048 und der bärische 100% an Doc-Punkt wäre 28.366. Aber so weit wollen wir im Moment noch nicht denken. Es ist einfach nur so, dass wenn diese Linie gebrochen wird, dann kann es am Montag weitergehen. Und dann ist natürlich darauf zu achten, 31.260, also Schuss nach oben und ein Rücklauf auf die Linie oder kurz drunter ist okay, aber hier drunter sollte es nicht mehr, also der Bereich 31.140. Stundenchart haben wir uns auch schon zumindest mal im Ausblick jeden Tag angeguckt, im Tagesausblick natürlich auch im Blog. Wir haben eine, wenn auch etwas windschiefe, aber das waren ja schließlich auch stürmische Zeiten, eine mögliche Cup-and-Handle-Formation, also Tasse und ein verlängerter Griff. Sieht nicht mehr so schön aus, aber wir haben hier auch den Keil eingebaut, den ich eben zeigte, das ist ja der Stundenchart. Long story short, diese blaue Zone ist wichtig. Warum? Der Wolfe-Keil im Tageschart hat seine untere Keiltrendlinie, also UT, bei 31.081 und hier wartet die Mindesterholung aus dem H4, das sind die Charts, die ich runtergezogen habe, bei 31.376. Da hat er ja hier erstmal eins auf die Nase gekriegt und musste nochmal deutlich tiefer. Aber diese blaue Zone ist wichtig. Fällt der Dow Jones wieder unter die 31.081, ja, dann müssen wir mit Gap Close rechnen oder auch hier, da steht noch Schluss, da müsste jetzt Gap stehen. Und wenn er es hier drüber schafft, dann ist es durchaus möglich, dass er einmal, zweimal, das dritte Mal hier oben andockt und dann hätten wir, weil die Tasse ist immer noch tiefer als das Tief des Henkels, damit gültig, eine mögliche dann hätten wir eine Cup and Handle mit Nackenlinie 31.842 und sofern die Reise dann weiter gen Norden ginge, läge hier der Zielbereich. Aktueller Kurs um die 31.230, 33.200, also das wäre schon was, 2000 Punkte, aber wir reden jetzt hier auch nicht über eine halbe Stunde, die das dauert, sondern über eine zeitliche Ausdehnung, aber das halte ich für wichtig. Und ja, abwarten, was da passiert. Auch hier unten hat der Dow Jones eine wichtige Zone gebildet, tief vom 17. Juni, was wir hier gemacht haben. Hier ist die 38er Konsolidierungsmarke der großen Strecke Covid-Tief 18.213 zum Allzeithoch. Und wir haben hier das Pre-Covid-Allzeithoch bei 29.373 und die 200 SMA im Wochenchart bei 29.422. Also das ist eine ähnliche Brandmauer, wie wir sie bereits im DAX gesehen haben. Im Dow fällt er da durch, hat er richtig Luft zur Unterseite. Der Tageschart zeigt den Wolfe-Keil, dessen 1 am 20.09.2021 gemacht wurde. Wir können die 1, die 2, die 3, die 4 zählen. Hier wurde die 5 gemacht. Ja, und seitdem rödelt er hier durch die Gegend. Ich will nun nicht behaupten, dass wir nach 36.248 laufen. Oder ich würde es erst dann behaupten, wenn sich an den wichtigen belastenden Faktoren etwas ändert. Inflation, Krieg etc. pp. Wissen wir alle. Aber wir sehen hier nochmal die blaue Zone aus untere Keiltrendlinie des Wolfe-Keils 31.081, da ist sie und der 23er Mindesterholung und er ist zumindest mal wieder im Wolfe-Keil drin und hätte oberhalb der blauen Zone Luft bis zum offenen Gap 32.272 gleichzeitig 3 des Keils. Und wir wissen, wenn die Kurse über die 3 des Keils gehen, das ist ähnlich wie mit der 2 beim Descending Broadening Wedge, wird die Sache etwas bullischer und würde sie auch, wenn er dann nicht nur die 3 des Keils überschreiten würde, sondern auch die 23er Konsolidierungsmarke bei 32.530. Also, ja, und zur Unterseite ist auch klar, die rote Zone. Und wir müssen uns auch keine großen Gedanken machen. Ich meine, wir haben es ja hier gesehen, als er hier aufsetzte und
Wie von der Tarantel gestochen zur Oberseite, schoss zack drüber über die untere Keiltrendlinie, klatsch wieder runter, nochmal drüber, wieder runter, nochmal. Wir müssen wieder über diese blaue Zone. Klare Sache und da gibt es auch nicht viel Interpretationsspielraum. Der S&P im Tageschart, ebenfalls eine aktive Wolf Wave, die die 5 hier unten machte, ist runtergelaufen. Und ich ziehe es mal ein Stück weit auf. Auch hier haben wir von der Fibo her die große Strecke Covid-Tief zum Allzeithoch und der ist noch lange nicht an seiner blauen Zone, die sich aus der unteren Keiltrendlinie 3958, hier ist sie, und der Mindesterholung bildet. Und der ist natürlich der S&P der weltgrößte Index und insofern von einiger Bedeutung. Das, was aktuell ja, ich will nicht sagen optimistisch stimmt, aber mal zumindest ein Anfang sein könnte, ist das Übergappen der 38er Konsolidierungsmarke. Also 3813 sollte er nicht mehr drunter und dann in der Folge eben hoch zur blauen Zone. Und zur Unterseite haben wir hier im Tageschart einen Doppelboden bei 3636. Das ist ein schöner Doppelboden und der ist bislang auch nicht verletzt worden. Und ob das hier jetzt ein M-Top wird und wir wieder runterlaufen, wird sich entscheiden, ob der liebe S&P eben in die blaue Zone über die untere Keiltrendlinie und zur Oberseite entschwinden kann oder nicht. Der Nasdaq. Ebenfalls ein Wolfe Keil 1, 2, 2, 3, 4, 5. Und der sieht zuletzt, der sieht zunächst fast schon einen Tick bullischer aus als die anderen. Der hat nämlich am Freitag auch seine untere Keiltrendlinie überwunden. Ist über die 50% Konsolidierungsmarke rüber und hätte nun, sofern er weiter zur Oberseite zieht, das Gap vom 9. Juni vor sich, 12.269 und auch hier seine 38er Mindesterholung bei 12.388. Also, auch hier auf die untere Keiltrendlinie achten, des Wolfe Keils bei 11.778 und die gewichtige 50% Konsolidierungsmarke. Da ist er ja auch schon zweimal drüber gehopft und versucht es jetzt das dritte Mal. So, Bitcoin. Es bleibt bei dem bekannten aktiven Wolfe-Keil. Wir haben ja hier den Ex-Unterstützungsbereich, der auch hier nochmal deutlich machte, wie wichtig er ist. Vielfacher Aufsetzer, 28.850. Das wäre, sofern Bitcoin es wieder in den Wolfe-Keil hineinschafft, die erste große Bewährungsprobe, zumal zumindest so im Bereich um den Monatsschluss Juli herum, Anfang August, dieser gewichtige, aber verlorene Unterstützungsbereich 28.850 mit der oberen Keiltrendlinie auf einer Höhe läuft. Die untere Keiltrendlinie bei 23.640 circa. Und ansonsten, wenn das eben nicht wieder in und über den Keil gehen sollte, haben wir immer noch ein ABC-Ziel bei 12.352. Wir haben hier so eine Art Doppelboden im Bereich 18.500, da kann man drauf achten, aber das hier ist eine Seitwärtsrange und die muss sich auflösen zur Unter- oder zur Oberseite. Also 23.600, die fällt ja ein bisschen, 23.600 und hier der Bereich um 18.500 und wenn 18.5 bricht, kann es durchaus sein, dass wir das hier testen. Gold hat ja eine bärische Wolf Wave im Chart, 2-Tages-Chart, 1, 2, 3, 4, Überschuss an der 5, runtergelaufen an der Keil UT, unteren Trendlinie, nochmal wieder versucht sich zu stabilisieren und kriegt eben auf die Nase und wer da am Werke ist, das kann ich nur vermuten und werde ich hier heute nicht weiter ausführen, aber sei es drum. 1644 könnte ein Ziel werden, wenn die Reise weiter zur Unterseite geht und die Ziellinie angelaufen.
Im 3-Tages-Chart hatte ich letzte Woche gezeigt, eben ein möglicher Batman. Wir sind tatsächlich punktgenau auf diese untere Nackenlinie dieses Doppeltops, aber weil wir ein Köpfchen in der Mitte haben, ich habe es im letzten Ausblick gezeigt, habe ich so ein Batman-Bild eingeblendet und ich glaube auch nochmal Zalando gezeigt. Bei Netflix ist es ja das Gleiche. Diese Batmaner, sofern sie dann Batmaner werden, sind eklig. Jetzt müssen wir zweierlei überlegen. Wir haben auf der einen Seite eben die untere Nackenlinie einer Batman-Formation. Öhrchen, Kopf, Öhrchen. Darf eigentlich nicht brechen. Wir haben andererseits aber auch eine Art symmetrisches Dreieck hier. Wir können die 1, die 2, die 3, die 4 zählen und es würde die 5 fehlen, die aktuell bei 2069 verläuft. Das sind 3-Tages-Chart, da geht es also nicht darum, dass das am Montag passiert. Aber es wird schon wichtig sein, ob diese untere Trendlinie hält. Nun werden ja die Edelmetalle als meist gehasste Assets von Zentralbanken, obwohl sie es gerne horten. Aber Edelmetalle zeigen ja gerne die Schwäche der Fiat-Währungen auf. Die kriegen ja ganz gerne mal auf den Kopf. Das ist natürlich möglich, dass wir unter die 1697 laufen und damit vermeintlich den Batman auslösen, der dann Ziele bei 1,571, 1,452, 1,267 haben könnte, oder ob es hier nochmal so einen Abputzer zur Unterseite gibt und es dann zur Oberseite schießt und in Richtung 5 dieses möglichen symmetrischen Dreiecks, dem eben die 5 zur Aktivierung noch fehlt. Also, falls es hier unter die 1697 geht, nicht gleich in Panik verfallen, dann mal schauen, was hier im Bereich 1644 passiert. Und im Wochenchart haben wir ja noch immer dieses fallende Dreieck. Wir erkennen hier diesen eben gezeigten Batman, allerdings mit einer steigenden Nackenlinie. Ich habe das Ziel dieser bärischen Wolf-Wave nochmal eingezeichnet, 1644. Ich habe ja in der letzten Woche gesagt, dieser Bereich aus 61er Konsolidierung 1688 und der unteren Trendlinie bei 1675, der ist wichtig. Der bleibt es auch. Und der Apex dieser Formation liegt auf dem 29.08. Also müssen wir mal schauen. Gegebenenfalls eben, falls hier so ein Spike kommt und es danach wieder hochzieht, darf man an diese Figur trotzdem noch glauben. Läuft es hier aber runter und bricht die 76er Fibo-Konsolidierung bei 1597, dann muss man sich tatsächlich auch auf den Rücklauf bis auf 1450 einstellen. Das Silberne im Tageschart, eine bullische Wolf-Wave. 1, 2, 3, 4, 5. Dieser Überschuss, der ist vollkommen egal, weil er hat ja nicht das Hoch der 2 übertroffen. Diese Linien sind immer nur Orientierungspunkte. Ich habe auf meinem Kanal ja ein Video über Descending Broadening Wedges und Wolf-Waves und daraus ist klar, Wolf-Waves haben auf der Unterseite 3 tiefere Tiefs und auf der Oberseite 2 höhere, tiefere Hochs, also die 2 und die 4. Und dieser Überschuss ist deswegen egal, weil die 3 sich immer als Tief nach der 2 bildet. Und das ist eben nicht das Hoch, sondern das hier. Gut. Ziellinie hier angedockt. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Einmal, zweimal und die 4 gebildet. Wenn daraus etwas werden soll, dann muss das Silberne bis zum 17.08., das ist ja ein Tageschart, über die 19.43 laufen. Ja. Das darf hier nochmal runter, das darf auch hoch, aber die 19.43, das fällt täglich minimal, die ist eben bis zum 17.08. wichtig und wer das irgendwie enger verfolgen will, der kommt in den Blog, schreibt in eine Mail an marius@projekt30.blog und fragt oder sagt, er möchte auf die Warteliste für den Blog und kann sich dann, wenn ich mich melde, registrieren und in den Leserstream oder in den Premium-Blog gehen. Am Montag oder am Dienstag werde ich übrigens einige auf der Warteliste in den Blog einladen. So, gut, den Tageschart haben wir uns angeguckt. Gucken wir uns den Wochenchart nochmal an.
Den schauen wir uns ja auch schon sehr, sehr lange an. Ich habe in den letzten Wochen gesagt, wir haben eine mögliche ABC-Bewegung. Die ABC ist fertig. Ziel war 1827. Da sind wir irgendwie mit 1812 knapp drunter. Wir haben den Überschussbereich dieser bullischen Wolf-O-Wave auch gecheckt. Und jetzt müssen wir mal gucken. Der Kurs hat reagiert auf Wochensicht. Wir sind auf jeden Fall wieder über der 1850, also der gewichtigen 31.8 Konsolidierung. Und in der kommenden Woche wird sich eben zeigen, ob es das war. ABC-Bewegung 61.8 Konsolidierung erreicht, die Tiefe 5 einer Wolf-O-Wolf gemacht und es sich wieder zur Oberseite arbeitet. Ja, und die Oberseite, da wo es für Silber wieder interessant wird, die ist recht einfach definiert. Die besteht nämlich aus 2071, also der 50er-Konsolidierung und der unteren Keiltrendlinie bei 2121. Ein recht enger Bereich, da muss Silber wieder hin, denn sobald Silber wieder über die untere Keiltrendlinie geht, könnten gute Sachen passieren, bis hin zur Ziellinie bei 2821 aktuell. So, das Rohöl, Brent Rohöl, den Chart kennen wir auch. Den gibt es ja im Brent und im WTI, eine bärische Wolf-O-Wave 1, 2, 3, 4, überschießende 5 und zumindest mal hier im Brent fast ein Punkt genauer Aufsätze auf die obere Keiltrendlinie dieses Wolf-Keils bei 91,67. Müssen wir mal schauen, was da jetzt in der kommenden Woche passiert. Könnte interessant werden. Wenn es hier rein und unter die untere geht, die müssen wir uns nochmal kurz anschauen, verläuft bei 83,51, ist durchaus möglich, dass die Ziellinie angelaufen wird, die bei 63,87 verläuft. Der nächste Kandidat, das ist jetzt eben US-Rohöl, ebenfalls gleiche Wolf-O-Wave, leicht andere Marken. Apex erst am 12. Dezember diesen Jahres bei 97,80. Da hat er den Rüssel schon mal in den Wolf-O-Wave reingehalten, hat aber die Woche oberhalb geschlossen. Die Ziellinie hier bei 61,45, sofern es in und unter den Keil fällt. Und im Monatschart das Gegenteil. Im logarithmischen Monatschart nämlich ein Descending Broadening Wedge, 1, 2, 3, 4, Ausbruch, Abschiedskurs zur Oberseite. Und diese Konsolidierung, die müssen wir eben aus Monatssicht nicht ernst nehmen, bevor es nicht unter 67,45 geht. Ansonsten bleibt es dabei, dass wir im Monatschart tatsächlich diese leicht absurden oder vielleicht doch nicht so absurden Ziele von 153 und 169 haben. Der Euro-US-Dollar. Hier habe ich in der letzten Woche gezeigt und gesagt, hier diese Strecken, Durchbruch, nicht drüber gekommen, letztes Tief gebrochen, wieder hoch, letztes Tief gebrochen. Und wenn man da so eine repräsentative Abwärtsstrecke mal nimmt, und packt sie hier hin. Jawohl. Treffer. Ja, ermüht sich, nicht? 1008, also die Parität, kurz an- und unterlaufen. Müssen wir mal schauen, wie die EZB jetzt da bereit ist, zu kämpfen um diese Marke. Im Wochenchart sehen wir, dass das statistische Ziel 1003, mehrfach gezeigt, dieses symmetrischen Dreiecks, abgearbeitet wurde. 1, 2, 3, 4, 5, das statistische Ziel eben 1003, das ist erreicht und leicht unterboten worden. Das 100% Ziel habe ich in der letzten Woche, glaube ich, auch gezeigt, bei 0,86. Und die 0,86, das 100% Ziel, ist aus dem Grunde interessant, weil wir im Monatschart einen ziemlich deftigen Abwärtstrendkanal haben, und zwar seit Juli 2008, und dessen untere Trendlinie verläuft aktuell bei 0,84. Das heißt also, auf die Parität ist zu achten. Geht der Euro dort deutlich drunter, wird zumindest mal aus Monatssicht die untere Trendlinie, die wir einmal, zweimal, dreimal touchiert haben, vielleicht zum vierten Mal fällig, und dann liegen wir eben deutlich unter der
Parität. So, warum habe ich da 3? 2015? Weiß ich gar nicht. Ja, gut, aber ist schon irgendwo klar. Und bevor das nicht wieder über diese blaue Zone rüberhüpft, hier ist der Doppelboden gemacht worden, hier ein ganz feister, fetter Doji, das war Gegenwehr. Also bevor nicht der Bereich 1034 und 1063 wieder überwunden wird, tendiere ich dazu. Langfristig natürlich im Monatschart. So, ach ja, was ich noch sagen wollte, liebe Leute, bevor wir uns um Facebook, Apple und Konsorten kümmern, ich bin ja immer noch eine One-Man-Show und ich habe leider noch keinen Wingman oder Wingwoman gefunden, die mir mal ein bisschen zur Seite stehen könnte. Vielleicht ergibt sich das ja. Aber es ist ja jetzt mit dem Blog, also dort, wo wir chatten und unsere Ideen austauschen, Premium und Laserstream, als auch mit dem Newsletter, es sind reichlich Informationskanäle vorhanden für die Leute, die bereit sind, irgendetwas ab 15 bis maximal 39 Euro im Monat auszugeben. Und ich sag's mal so, wie ich es denke, wer keine 15 Euro im Monat übrig hat, der sollte auch nicht traden, nicht? Weil das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich bin einfach zeitlich so eingespannt, dass ich darüber nachdenke, diese Videoausblicke zukünftig etwas kürzer zu machen und damit mehr Informationen auch in den Blog und in den Leserstream reinzupacken. Weil das hier kostet mich, glaubt's mir oder nicht, mit Vorbereitung, Charts vorbereiten, den ganzen Kram auf YouTube hochladen, das dauert manchmal eine Stunde oder anderthalb Stunden, bis dann die mit ihren Inhaltsprüfungen und Copyright-Prüfungen durch sind und das dann beschriften und verteilen und tralala. Also, long story short, es ist nicht so selten, dass da irgendwo 3 bis 5 Stunden mit verbracht werden und ich tue es gerne für euch und ich habe ja auch irgendwie kriege ich wöchentlich also 50 bis 100 Abonnenten dazu. Das ist also sehr generisch gewachsen. Ich musste mir keine Abonnenten kaufen. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass das erstens viel Arbeit macht, unentgeltlich natürlich. Und ich muss einfach ein bisschen Zeitmanagement betreiben. Ich mache mir da mal Gedanken drüber, dass ich oder wie ich das irgendwo veranstalten kann, ohne euch zu enttäuschen. Dass ich meine Arbeit ein bisschen reduziere, weil ich bin auch nicht mehr der Jüngste mit Baujahr, Ende 1958, also insofern ist mir das hoffentlich verziehen. Und eigentlich ist es ja auch so, ich sag mal, wenn wir über Facebook, Apple, Nvidia und Tralala sprechen oder DAX im Blog, also im Laserstream für, ich weiß nicht, rund 18 Euro und im Premium für 38, wird das alles täglich besprochen aktuell und also warum muss ich das, oder warum sollte ich das am Wochenende immer noch vor großer Audienz besprechen, wenn wir es eh über die Woche in den Blogs abhandeln. Aber ich bin da noch nicht zu einem endgültigen Entschluss gekommen. Wenn da jemand eine Idee hat, kann er das gerne mal in den Kommentar schreiben. Und gut, dann fangen wir mal mit Facebook an. Da machen wir auch nur Schweinsgalopp. Facebook im Wochenchart. Ich hatte ja diese langlaufende Trendlinie gezeigt. Wo fängt die an? 2015. Also, Aufsetzer hier im Bereich 72 und dann haben wir hier 2 saubere Aufsetzer im Wochenchart, dort nochmal. Und die Aussage, ich weiß gar nicht, wann ich Facebook zuletzt gezeigt habe, 1, 2, 3 Wochen. Die Aussage war ja, diese Linie muss halten und Facebook sieht das ähnlich, wenngleich das noch nicht so richtig sauber gelingt. Ich habe deshalb mal die Fibo umgedreht und zur Unterseite mit Extensionen versehen. Die 113er ist immer eine wichtige, zumindest wenn es um Extensionen zur Unterseite geht. Das ist der Bereich, meiner Meinung nach, wo sich Facebook oder Meta weiter stabilisieren muss. Also, dass es über diese Linie muss, bei 170,63, ist vollkommen klar. Hier unten der Bereich aus letztem Tief, 169, die 9 Cent vergessen wir mal, und 141, also die 113er Ausdehnung zur Unterseite, ist wichtig. Also solange hier Stabilisierungsversuche laufen, und das ist der Fall, jetzt in der 4. Woche, könnte man auf eine kleinere Erholung hoffen. Ich würde den Bereich 169, 170 dafür auswählen, wenn man denn, ja, entweder, das ist ja ein Wochenchart,
Entweder wenn es Intraday wirklich mal eine fette Sause gibt und das mit Schmackes zur Oberseite geht, dann kann man den kleinen Zeh mal ins kalte Wasser halten und der Stop sollte dann kurz unter die 141 gehen. Und das ist ja ein Bereich, wenn ich das hier mal als Stop-Bereich nehmen würde, einmal, zweimal, dreimal, also bis es dann zu einem möglichen Ziel eines temporären Bounce käme, 219, 244, 251, da hätte man auf jeden Fall CRV2 oder auch CRV3. Und wer nicht weiß, was CRV2 oder 3 ist, der scrollt mal in meinen Videos zur Unterseite, bis er ein schwarzes Bildchen sieht, Psychologie des Tradens und Money Management, und schaut sich das an. Das kann ganz hilfreich sein. Gut, das zu Facebook. Apple im Monatschart, weil ich kann mit dem Gequirle im Tageschart aktuell wenig anfangen. Das ist kein Wohlfeil, nicht? Der hätte nämlich seine 1 hier und seine 4 dort und das würde keinen Sinn machen, weil Ziellinien einer bärischen Wolf-Wave nicht steigen, sondern fallen. Aber das ist ein astreiner Keil im Monatschart. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, viele, viele Monate auf der oberen Keiltrendlinie gearbeitet, runtergefallen, hier wieder angesetzt. Seit vielen Monaten arbeitet der da oben und unten haben wir 1, 2, 3, 4. Also, in the big picture, Apple wird wieder bullish über 175 und kann bärisch einbrechen unter 110 und schlawinert da irgendwo in der Mitte herum. Also mehr kann und will ich zu dieser Aktie aktuell nicht sagen, außer dass das hier dieser Bereich, nein, kann man auch nicht sagen, nein, keine schrägen Aussagen. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich hier in der Woche irgendwas habe. Ja, da hatten wir diese F-Flagge, aus der es heraus, aber die F-Flagge bricht ja erst bei 103, also gibt uns auch keine großen Impulse. Wenn ich das mal wegnehme, jetzt fange ich schon wieder an zu spielen, das wollte ich eigentlich nicht. Ich will nochmal gucken, ob wir mit dem Tief irgendwo hier unten was finden. Nee, ist zu spekulativ. Also, wir bleiben mal bei dem, was ich eben sagte, langfristig, wenn sich da was ergibt, gehe ich da nochmal drauf ein. Nvidia hatten wir, vermutet zumindest, hatte ich eine ABC-Bewegung im Wochenchart, die ist absolviert. Wir haben hier einen möglicherweise tragenden Boden, der sich bei 115 oder eine tragende Zone, zumal wir hier mit dem Tief nochmal aufgesetzt haben, nachdem das hier zunächst begrenzte, also zwischen 153 und 115 ist Auffangzone, oberhalb 153 wird das wieder bullischer. Naja, sagen wir mal Erholungstendenz. Und 141, hier haben wir so eine Art Doppelboden im Wochenchart. Also wer sich bei Nvidia ranhängen möchte, der muss zumindest mal im mittelfristigen Bild Wochenchart, der muss seinen Stop dann unter die 134 packen. Also ein bisschen Luft lassen, weil das ist ein schöner Doppelboden im Wochenchart. Und solange diese Marke, da schaue ich speziell auf diese Kerze, weil das war ein fetter Abwasch zur Unterseite und endete eben bullisch. Über 153 kann da durchaus etwas passieren. Zur Oberseite. Netflix hatte ich auch gezeigt, ebenfalls Monatschart. Es ist jetzt wirklich langfristig, um zu gucken, wie widerstandsfähig sind diese Aktien eigentlich. Das ist ein logarithmischer Chart. Beginnt hier am Tief 2002. Bei 0,35 Cent, also bis zum Hoch waren das 200.000% Gewinn. Fett. Aber Aufsetzer, fast Aufsetzer, Monatschart, einmal, zweimal, dreimal, da wurde die Wichtigkeit dieser Linie bestätigt. Dann dieser lange Anstieg bis zum Hoch im November 2021 bei 701 und jetzt sind wir im Monatschart einmal, zweimal, dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. Also, ich weiß wenig über Netflix, aber ich weiß viel über Linien. Insofern, über 164, wenn man langfristig orientiert ist und mit einem passenden Einsatz reingeht
und den Stop irgendwo, ja, wo sollte man den hinlegen? Also wenn man wirklich langfristig, sollte dieser Bereich so um die 140, können wir daraus drücken, na, machen wir 139. 139 plus ein bisschen Federungskomfort, nee, das ist zu viel. Dann müssen wir schon so im Bereich 135 müsste man ausstoppen. Aber perspektivisch, wenn diese Aktie Fuß fassen sollte, ist eben durchaus auch wieder die 700 und höher drin. Wir haben gesehen, es sind gewisse Similaritäten da, nicht dieser Abschwung und Aufsetzer runter. Also long story short, seit 2002, also seit 20 Jahren, hält diese Linie. Ja. Was haben wir denn noch? Netflix. AMD. AMD hat ja eine Schulterformation, die habe ich auch schon vielfach gezeigt, und einen knackigen Unterstützungsbereich bei 72,60. Das statistische Ziel dieser Schulterkopf-Schulterformation bei 67,36. Das nicht statistische, das 100% Ziel. Ein so ein Ding passiert mir jede Woche, ne? Das 100% Ziel bei 36. Ja, nun müssen wir abwarten. Also die 72,60 hat sich eben als Boden gezeigt, wurde kurzfristig per Spike mal unterschritten, aber war nichts Tolles und wir sind ja auch schon wieder verhältnismäßig kräftig bis 81 angestiegen. Damit muss man vielleicht nochmal rechnen, wenn hier zu viele Retail-Longs reingehen, dass nochmal abgewaschen wird, 72,60 brechen und das statistische Ziel bei 67 anlaufen und dann zur Oberseite ziehen. Also theoretisch, fällt mir gerade auf, theoretisch könnte da eine Wolfe im Spiel sein. Nee, die ist zumindest technisch tot. Ja, also ich weiß auch über AMD zu wenig, als dass ich das jetzt mal von den Zahlen her beurteilen könnte. Aber das sieht nach Bodenbildung aus. Also wer hier long rein will, muss ja davon ausgehen, dass als nächstes die 100 kommt und möglicherweise eben auch höher. Und da würde natürlich, wenn man da reinginge, wir können ja den, oder da kann man den Montag mal abwarten, wenn man da irgendwo einen Stop so an die 64 legt, also dass das statistische Ziel abgearbeitet werden kann, ohne dass man gleich die Hosen verliert. Das wäre ja. CAV1, CAV2, ja, wenn man einen sinnvollen Stop rangeht, dann müsste man schon Minimum bis zur 112 mitreisen, um CAV2 zu haben. Ja, müsst ihr selbst entscheiden. Schauen wir uns nächste Woche nochmal an. Es ist ja auch noch zu früh jetzt, nach der Verfallswoche, darüber irgendwie, über die Aktien und die Nachhaltigkeit des laufenden Bounces irgendwie, nee, Moment mal, zu entscheiden. Da war noch was. Den Wochenchart, deswegen ist das W nämlich da, als Gedankenstütze. Ah ja, die SKS war klar, die Runde 100 als Nackenlinie, ach ja, stimmt, Tauschau wem, da haben wir es nämlich. Das ist ja der letzte Anstieg gewesen, bis zur 164 von 16,3. Die 72,72 ist eben auch die 61er Konsolidierung. Das war noch ein wichtiger Punkt. Ja, also vielleicht dann doch, wenn man hier long reingeht, das ist jetzt ja auf Wochenbasis, dann die 72,72 minus ein bisschen was, also die 71 als Stop nehmen. Ja, das würde schon passen. Okay, aber wie gesagt, das ist die Marke, die eben nicht auftauchte, 72,72, 61er Konsolidierung dieser Aufwärtsstrecke wichtig. Und da sehen wir eben auch nochmal die Bedeutung dieser Zone. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Einen Chart habe ich eben weggeklickt. Und wie von Zauberhand ist er wieder da.
So, der Tesla 4-Stunden-Chart. Ein symmetrisches Dreieck. Aktiv, wir haben die 1, die 2, die 3, die 4 und hier die überschießende 5, die zunächst mal wieder auf den Deckel bekam. Was bedeutet das nun? Es bedeutet, dass wir auf die obere Kalthandlinie achten. Da die alle 4 Stunden fällt, können wir mal von 725 ausgehen, die untere bei 664. Der Move einer solchen Figur, symmetrische Dreiecke sind immer, verzeiht, scheiße. Also scheiße unzuverlässig. Sie brechen gerne zur Ober- und zur Unterseite aus. Und manchmal sehen sie wirklich perfekt aus bis zur 4 oder bis zur 5. Hier sehe ich gerade, dass ich einen Zeichenfehler habe. So. 666. Ja, also symmetrische Dreiecke sind unzuverlässige Gesellen. Aber deswegen kann man sie ja trotzdem beobachten. Also falls es hier über die 725 deutlich ginge und das letzte Hoch bei 763 überwindet, dann könnte man davon ausgehen, dass vielleicht das statistische Ziel bei 835 oder gar das 100% bei 906 angelaufen wird. Wenn es unter die 4 geht, im Bereich 649, würde 586 Ziel als statistisches Ziel und die 100%-Marke sogar bei 479. Ja, wollte ich nur erwähnt haben. Dann schauen wir in den Tageschart. Da sehen wir das Gebilde, was ich eben gezeigt habe. Im Tageschart haben wir weiterhin ein aktives Descending Broadening Wedge, nur dass die 4, die bleibt jetzt hier nur aus ästhetischen Gründen, die 4 hier gemacht wurde. Ne, stimmt gar nicht, da wurde sie gemacht. An dem Tief. Denn das ist ein tieferes Tief. Also wenn ich es jetzt sauber zeichnen würde, dann würde ich hier die 2 machen und die Linie dorthin ziehen und damit diese beiden Kerzen schneiden. Aber nur damit die symbolische Figur eines Descending Broadening Wedges erhalten bleibt, bleibt das eben so. Berechnungsgrundlage ist natürlich diese 4. Ja. Und wir haben ja die 4 des Descending Broadening Wedges, ist ja, wenn die Kurse die 5 machen und wieder unter die 4 fallen, wird es auch bärisch aktiviert. Das heißt, das darf dann zur Ober- oder zur Unterseite ausbrechen. Und diese 4 des DBW bei 691, die wird ja nun seit, ich weiß nicht wann, seit dem 20.05. umzwirbelt und bildet ein symmetrisches Dreieck. Und wenn wir jetzt mal den 100%-Move nehmen, also die größte innere Höhe dieser Dreiecksfigur, dann würde das im bullischen Fall eben in diesen Bereich 890, 900 führen. Oder wenn es dann zur Unterseite ginge, würden wir auf dieses statistische Ziel laufen. Also das DBW. Eigentlich kann man da nur sagen, oberhalb 691 ist die Aktie long. Das Problem dabei ist eben, wenn so eine Marke dann 5x, 6x, 7x wieder durchquert wird, hilft das niemandem weiter, nicht? Und deshalb kann man sich eigentlich, ich will nicht sagen in Sicherheit wiegen, aber sich etwas sicherer werden, wenn es entweder über die 792 geht oder unter die 617, dann bis dahin ist das hier, wenngleich wir ein symmetrisches Dreieck als Entscheidungshilfe haben, eine Seitwärtsrange. Ja, und die Ziele, wenn das Ding mittel- oder langfristig zur Oberseite ausbricht, die sind knackig. Aber ja, schauen wir ab, wie sich das entwickelt. Gut, das war der Ausblick. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen oder irgendeinen Chart übersehen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt einigermaßen vorsichtig und vergesst nicht die 4-Stunden-Charts, die ich weggeklickt habe hier oben, um irgendwo zu erkennen, wo DAX und Konsorten im mittel- und langfristigen Bereich stehen. Die sind uns also, wenngleich sie sich beginnend am Donnerstag und am Freitag bullisch zeigten, sie sind immer noch in der Beweispflicht. Und die Beweispflicht, dass sie zur Oberseite wollen und können, die ist dann erfüllt, wenn die 23.6 Mindesterholung per Schlusskurs und das mindestens mal auf Tageschart knackig überwunden sind. Erst dann kann man davon ausgehen, dass ein Boden voraussichtlich drin ist. Okay, also
Macht euch schöne Tage. Wir hören und sehen uns nächste Woche. Und ich würde mich über jeden freuen, der einen Daumen hoch macht oder einen netten Kommentar da lässt oder auch einen kritischen, je nachdem. Da bin ich offen. Und ich freue mich auch über jeden Abonnenten für den Newsletter auf projekt30.blog oder eben eine Mail an mich mit dem Hinweis, dass man in den Premium- oder Leserstream möchte. Also bis dann und tschüss.